Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Elix-Let's Play. Erstmal Entschuldigung, dass es jetzt die letzten Tage kein Video gab, keine Videos gab. Ein Windows-Update hat mein BIOS zerstört. Also meine grundlegenden Mainboard-Treiber, und das hat echt fast mein... Ich habe mir fast meinen PC... neu oder beziehungsweise ein neues Mainboard kaufen müssen, weil ich echt Probleme hatte, das noch hinzukriegen. Ich konnte halt gar keine Eingaben machen. Und naja, aber jetzt geht's wieder. Nach 3 Tage Arbeit umsonst, also ich es eigentlich auch nicht gebraucht hätte, aber gut. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Bin echt froh, dass ich wieder mit euch zusammen Elex zocken kann. Und wir waren beim letzten Mal ja bei den Klerikern hier, und von daher können wir jetzt mal weitergehen. Hauptmissionen machen, was gibt's denn noch so? Eine Handvoll Splitter. Ich meine, hierzu müsste man halt erstmal wissen, wo die alle sind. Das ist nämlich noch der Auftrag von Ray. Ray sagt uns ja so nach und nach, wo die ganzen Leute sind, die wir noch brauchen. Stromson haben wir ja jetzt auch gefunden. Aber da könnte man theoretisch ja mal mit der Tussi da reden. Weil die sucht ja auch nach ihm. War ja seine Freundin sozusagen. Und ich gehe einfach mal zu Angrim und sag ihm, dass ich ihn nicht töten werde. Ich hoffe mal, dass er mich dann angreift und ich ihn töten kann. Und ich hoffe auch echt mal drauf, dass ich dann irgendwann mal jetzt demnächst eine neue Rüstung kriegt. Welches Level sind wir eigentlich gerade? Lass den Unfug. Lass den Unfug, sagen sie. Wir sind immer noch Level 21. Wir müssen erstmal Level 25 sein. Erst dann können wir uns die Berserker, Outlaw-Rüstung holen. Aber das wird richtig cool. Wenn wir unsere fette Outlaw-Rüstung haben. So, jetzt sprechen wir mit dem Penner hier. Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xarkor verkrochen hätte, mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein, ich bin nicht eine Marionette. Ich habe dich schon einmal gewarnt, mich nicht zu enttäuschen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ragnar wird davon erfahren. Geh mir aus den Augen. Bring dich um, Alter. Am liebsten würde ich ihn jetzt gerade wirklich umbringen. Was würde denn passieren, wenn ich das mache? Speicher mal. Ich mach mal vorsichtshalber einen normalen Spielstand, statt jetzt nur Quick Save. Okay, seine Kriegerin kommt her. Wird sie mir nicht anlegen. Ups. Okay, also auf jeden Fall ist es schon mal ein schwieriger Kampf, vor allem weil man hier auch ein bisschen wenig Platz hat. Und Angriff ist ein ziemlicher Tank. Und er hat ein Flammenschwert, cool. So. Der hat reingehauen, der hat mehrere weggehauen. Der Schlag. Ja, komm her, Angrim, du Penner. Okay. Ah, und da liegt er. Aber er ist nur bewusstlos. Schade. Ja gut, wenn man ihn nur bewusstlos prügeln kann, dann ist es natürlich blöd. Dann bringt es natürlich nichts. Das lassen wir dann mal sein. Wenn schon, denn schon. Okay, damit haben wir jetzt endlich diese Sache mit Stromson auch mal abgeschlossen. Das hat ja ewig gedauert. Zeig mir. Hier gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon bessere Waffen.
Aber eigentlich wollte ich nur ein paar Sachen verkaufen. Holy shit, wir haben schon so viele Items und Gegenstände. Und 200 Zigaretten. Wow. Okay. Ja, das war jetzt schon mal so das Wichtigste, was ich verkaufen wollte. Wir haben auch noch zwei Presslufthammer, das braucht man nicht. Die hier können wir mal behalten. Dieses ganze, den ganzen Kram hier behalten wir auf jeden Fall mal. Ach ja, genau, vielleicht hat er ja noch Elex zu verkaufen. Wobei das bei den Berserkern ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Nee, der hat kein Elex. Der Sack. Okay. Ja, dann geil. Nächstes Quest. Verdammte Technik. Ja, wie gesagt, apropos verdammte Technik, ey. Das war echt krass. Die Probleme jetzt halt mit meinem PC. Ich hätte wirklich fast ein neues Mainboard gebraucht. Ich musste halt mein Mainboard komplett von der Stromversorgung abkoppeln, um das BIOS neu ausspielen zu können, weil es auch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so einfach war, das BIOS neu aufzuspielen. Das hat sich irgendwie gesträubt, also das letzte Windows-Update hat irgendwas verändert. Echt ein Problem war. Was ist denn hier los? Warum bin ich am Ende? Was? Den meinst du, Bombi? Heißt der wirklich Bombi? Hätte sich aber irgendwie auch mal einen kreativeren Namen überlegen können. Wo willst du jetzt hin? Will jetzt die... Ja, der hat ein Adlerauge, wenn er den von da hinten gesehen hat. Den Snapper. Dann Respekt. Dann Respekt, aber erst mal. Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Ach, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ray, du alter Drecksack. Hätte nicht gedacht, dass du noch lebst. Ich wundere mich selbst immer wieder. Tja, ihr Schmusepüppis, dann haben wir jetzt aber ganz schön was am Hals. Ich will die Kohle für den Steckbrief kassieren und ihr wollt vermutlich Rays Haut retten. Also, wie machen wir es jetzt? Ihr habt die Wahl. Ich meine, ich könnte den natürlich jetzt auch einfach abmurksen. Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Na und, was heißt das jetzt? Gib mir Rays Steckbrief und ich lass dich am Leben. Das ist ja endlich mal ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Oh. Okay. Na gut, dann gibt's jetzt einen auf die Liste. Cool. Dein Kumpel Bombi war eine harte Nuss. Schön, dass du ihn mal kennengelernt hast, aber noch schöner, dass er jetzt keinen meiner Steckbriefe mehr hat. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Er ist ein Hauptmann von einer großen Truppe Banditen. Sie morden und brandschatzen, was das Zeug hält. Du musst es ja wissen. Ja, aber er wechselt immer seinen Standort und ist dadurch schwer zu fassen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich im Osten von Abessa in der Nähe des Staudamms versteckt halten soll. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, aber vielleicht ein schöner Steckbrief mit meinem Namen drauf. Ja, dann machen wir das jetzt endlich mal fertig. Ich wollte jetzt eigentlich nämlich... Es wird Zeit, Jackson einen Besuch abzustatten. Ja, ich weiß nicht. Wenn Jackson uns erst einmal in die Finger kriegt, dann... Stell dich nicht so an. Du musst ja nicht alleine zu ihm gehen. Ah, in Ordnung. Aber stell dich auf eine fette Schlacht ein. Der Kerl ist echt gefährlich. Kein Problem. Eigentlich wollte ich jetzt erst noch das mit der Kuppelstadt machen. Da ist er tatsächlich. Ich habe echt keine Ahnung, warum ich mich auf die Scheiße hier einlasse. Du kannst ja hier bleiben. Ich werde mit Jackson reden. Andererseits, eigentlich würde ich lieber seine blöde Visage sehen, wenn er mich sieht. Jacksons Rattenloch ist direkt vor uns. Lass uns hingehen.
Entzückend. Finde ich auch entzückend, vor allem das Zelt hier so den Schatten von Jackson an die Zeltwand wirft. Das erinnert so voll an die eine Szene aus Austin Powers, falls ihr das noch nicht kennt, wo die eine Tussi dem Austin Powers so lauter Sachen aus dem Arsch holt. So, das ist die Höhlenwand hier. Cool. Ah, ein neues Gesicht. Komm an unser Feuer für ein kleines Pläuschen. Ihr baut hier Rohstoffe ab. Im weitesten Sinne könnte man es so bezeichnen, mein Freund. Im weitesten Sinne. Du hast dir das sagen? Mein bescheidener Beitrag zu unseren Unternehmungen hier ist vielschichtig. Suchst du etwas Bestimmtes? Ha, was ist das denn? Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt? Junge, Junge, du hast ganz schön Mut, hier einfach so aufzukreuzen, obwohl du genau weißt, was jetzt passiert. Ich schätze, ich hatte Heimweh. Deine große Schnauze werde ich dir gleich stopfen, du Mistkerl! Moment, können wir nicht erst einmal... Tja, mein Freund, ich fürchte, aus der Sache, in die dich Raider reingeritten hat, kommst du jetzt nicht mehr raus. Den hau ich um! Na dann, los geht's. Bam! Zwei auf einen Streich. Und Ray steht einfach nur so rum. Okay, das war jetzt kein Problem. Das war echt easy. Heiliges Kanonenrohr. War das easy? Glaub's ja kaum. Was fehlt uns denn eigentlich hierfür? Ach, der große Heiltrank noch, genau. Steakteller können wir uns ein paar braten. Boah. Und eine wärmende Suppe auch. Okay. Bisschen Koch-Action hier unter dem. Zwischen den Leichen von Rays alter Bande. Anleitung, cool. Für Aufputschmittel, okay. Ist das ein Stim? Ja, ich glaube schon. Nice. Jackson hätte dich wohl zu gerne am Geigenbaumeln sehen. Hast du seinen Steckbrief? Sehr gut. Der Mistkerl hat mir echt große Bauchschmerzen bereitet. Das kann ich dir sagen. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Deinen alten Boss hätten wir damit abgehakt. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wer der eigentliche Drahtzieher hinter den Steckbriefen ist. Weißt du, wenn es Jackson nicht selbst war, dann habe ich so einen Verdacht. Ich muss dann nochmal etwas nachprüfen. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas Neues habe, okay? Na gut, jetzt verehrt er uns schon. Ihr verehrt uns halt. Okay. Ja, schön. Dann hätten wir die auch umgelegt, die Boys. Also, dachte ich eigentlich, das wäre das Ende von Ray's Quest gewesen. Aber nö. Dauert noch. Oh, ich dachte jetzt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, der Reißer da. Aber der liegt auch gleich. Liegt auch gleich am Boden. Oh shit. Was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade einen Jetpack-Angriff machen. Ja, toll. Wie geil. Wir sind in der Zeit eingefroren. Ja, geil. Ich komme jetzt aber auch wirklich nicht mehr weg. Kann ich jetzt machen noch? Ja, müssen wir laden. Da müssen wir jetzt leider laden. Jo. Aber sonst haben wir hier schon alles eingesammelt jetzt, oder? Oh Mann. Das war ja gerade ein lustiger Bug. Ja, ja. Ein bisschen verbuggt ist es schon noch. Wobei es eigentlich auch noch nicht so oft vorkommt. Oh ja, genau. Und wir kassieren natürlich sofort. So. Und da ist noch einer. Die sind eigentlich kein Problem, außer sie treten halt in Gruppen auf. Das Biest kaufe ich mir! Ja, die hier sind so ein bisschen verstreut, alle.
Ey, was war denn das? Oh, jetzt. Ey, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Problem mit den Reißern. Die töten mich immer. Das darf doch echt nicht wahr sein. Kurz noch. Ein entsprechendes Heil-Item ausrüsten. Und zwar den Steak-Teller. Hä? Oh, der Steak-Teller. Was gibt der uns eigentlich noch? Weil ich mich gerade gewundert habe, was dann noch weiter geht, wenn wir diesen Steak-Teller hier essen. Okay, wir kriegen dann noch mehr Angriffsstärke. Nice. Asselfleischsuppe, die gibt uns Strahlungsresistenz. Drüsensuppe, Giftresistenz. Eintopf könnten wir auch noch essen. Okay, wir holen Eintopf. Im Grunde genommen ist ein guter Eintopf, den Magen wärmt. Ohne feine Sache, gerade wenn wir so in dünnen Klamotten hier in der freien Wildnis unterwegs sind. Und den letzten Eintopf verzehren wir jetzt auch noch. Ich hätte mir das Akku von dem Verteilen holen sollen. Wäre besser gewesen. Jetzt glaube ich, würde die Gefahr, dass die mich wieder töten. Das will ich jetzt. Jetzt kann aber wirklich Rame auch mal was machen. Oh Mann. Mach ihn platt. Mach ihn platt, Alter. Okay. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir zwar weniger Erfahrung, aber ich wollte jetzt nicht nochmal sterben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu finden. Im Grunde genommen würde ich auch einfach gerne mal wegen schlafen. Also ein bisschen ratzen. Weil wir verbrauchen echt eine Menge Heilgegenstände. Wir haben auch nur noch 6 kleine Heiltränke. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen Kräuter sammeln gehen. Oh nein, warum sieht er mich jetzt schon? Nee, alles klar. Oh nee, da sind wir natürlich jetzt völlig falsch. Wir können auch genauso gut einfach mal reisen. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, ob wir irgendwie in die Kuppelstadt reinkommen. Vielleicht schaffen wir es ja noch in der Folge, da reinzukommen in die Kuppelstadt. Ja, weil hier war ja der eine Typ, der uns noch versprochen hat, dass er uns dabei helfen kann, da reinzugehen. Gucken wir mal, ob er jetzt sein Versprechen auch einlöst. Erstmal ratzen. Ja, und nachdem mein PC dann im Arsch war, ist natürlich auch... echt kaum etwas stehen lassen. Wurde natürlich auch jede Einstellung und jedes Aufnahmeprogramm, also bis ich mal die perfekten Einstellungen für mein Aufnahmeprogramm gefunden habe, war eigentlich eine ziemlich lange Menge Arbeit, weil das so Feintuning ist. Und das ist natürlich jetzt auch alles weg gewesen, das ist echt ätzend. Ich bin dann mal weg. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und der hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Alles klar, Mann. Kein Problem.
Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du's. Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Ja, okay, cool, das machen wir dann auch. Aber erst beim nächsten Mal. Ich würde mal sagen, wir... Geht's dir auch so? Beenden mal die Folge hier für heute. Wie soll das alles bloß enden? Verspreche euch, dass jetzt morgen definitiv die nächste Folge kommt, wenn nicht sogar eine mit extra Länge. Und, oder vielleicht sogar zweimal schauen. Und, jo. Danke bei euch fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's auf die Suche nach Vic. Also dann, wir sehen uns dann. Ciao.